Namaste. Und herzlich willkommen zu einer Yoga-Klasse, die ich besonders für Abendstunden konzipiert habe. Das ist eine Klasse, die wir im Stil des Yin-Yoga unterrichten werden und praktizieren werden. Und Yin-Yoga zeichnet sich im Besonderen dadurch aus, dass wir relativ wenige Körperhaltungen einnehmen werden, aber die doch über längere Zeit ruhig und statisch halten. Und das schenkt dem Körpergefühl in seiner Tiefe, also den tieferen Strukturen des Bindegewebes, eine sehr schöne, teilweise auch sehr intensive Dehnungserfahrung. Gleichzeitig ist es auch, auch wenn wir wenig machen, sicherlich eine Herausforderung für den Geist. Besonders nach einem Ende eines aktiven oder auch herausfordernden Tages ist ja der Geist noch sehr beschäftigt. Ja, da sind wir auf bestimmte Dinge oder Probleme fixiert, denken den Tag weiter, planen und überlegen noch. Und über längere Zeit jetzt in Ruhe einzutauchen, bedeutet für den Geist erst einmal den Weg dahin, also weg von der Anstrengung oder Aktivität oder Anspannung hin zu Ruhe und Gelassenheit. Und genau das ist der Sinn und Zweck dieser Yoga-Klasse. Also auch mal von Herausforderungen des Tages loslassen zu können und einen sanften, ruhigen Weg in den Abend zu gehen. Wie du siehst, habe ich mir hier schon jede Menge Hilfsmittel organisiert. Einiges davon brauchst du sicherlich auch. Ich bitte dich einfach um Folgendes: ganz viele Decken, Kissen, vielleicht auch Sitzkissen. Oder so ein Yoga-Bolster, wenn du es hast, dir bereitzulegen. Denn auch wenn wir wenige Haltungen machen werden und lange darin verweilen werden, ist es wichtig, dass du dich da einfach wohlfühlst. Ja, und mit mehr Wohlgefühl, auch mit der Intention, nicht bis zum Maximum zu gehen, sondern auch mal einen Schritt zurückzutreten und sich darauf einzulassen, was dort geschieht, ist es gut, wenn du das einfach für dich bequem machst. Und da sind Hilfsmittel ganz essentiell. Also möglichst ein, zwei Decken, ein Sitzkissen, ein Yoga-Bolster oder ganz große Kissen. Und wenn du das alles hast, dann lass uns beginnen. Und die Augen schließen. Und wenn du jetzt die Augen schließt, dann leg gleich deine rechte Hand wie eine Schale in die linke Hand hinein. Die rechte Hand legt sich in die Schale der linken Hand. Das ist Shiva Mudra. Das ist ein Mudra, das uns sammeln oder auch fokussieren möchte zum Beginn dieser Yoga-Klasse. Und dann lass dieses Mudra, also die Hände, in den Schoß hineinsinken. Die Augen zu schließen, das ist schon ein Teil des Weges zu dir selbst. Es ist wie ein Loslassen der äußeren Eindrücke, dessen, was dich bis jetzt sicherlich noch beschäftigt oder auch beschäftigt hat. Diese Yoga-Klasse lebt vom Weg nach innen und von einem Wechsel des Modus, weg von dem Geist, seinen Gedanken, seiner Aktivität, weg etwas zu wollen oder zu kontrollieren, hin in das Gespür für dich, für den Körper, für das Dasein. Und dieser Wechsel vollzieht sich schon in der Aufmerksamkeit, in einem Perspektivwechsel. Ja, ich kann meinen Körper wahrnehmen. Ich kann es auf zwei Modi machen. Zum einen kann ich mir sagen, ich nehme meinen Körper wahr. Der Geist nimmt also den Körper wahr. Ich fühle meinen Körper. Ein anderer Modus, der nicht ganz so einfach ist, aber der so ein ganz bedeutender Schritt ist auf dem Weg hin zu dir selbst, ist der Gedanke, dass nicht du deinen Körper wahrnimmst, sondern dass dein Körper sich selbst wahrnimmt. Der Körper nimmt sich selbst wahr. Ganz konkret beispielsweise
Kannst du die Unterlage spüren, auf der du sitzt? Ich spüre, wie ich sitze, auf der Unterlage unter mir. Oder aber mein Körper spürt selbst, was er berührt, auf was er sitzt. Mein Körper spürt sich selbst. Die Füße, die Beine, die Hüftgelenke, es spürt den Beckenbereich, den Rumpf, auf der Rückseite die Lendenwirbelsäule, der Vorderseite die Bauchdecke, zwischendrin die Bauchorgane, dann der Brustkorb, der Rückseite die Brustwirbelsäule, an den Flanken die Rippen, vorn das Brustbein, innen drin das Herz, wie es pulsiert, die Lungen, die atmen. Dann bring die Aufmerksamkeit in die Schulterblätter. Die schmiegen sich an den Rücken an. Die Schultergelenke. Dann die Oberarme. Die Ellenbogen. Spür die Unterarme, die Hände, die sich ineinander legen, die Finger. Genauso kann der Körper auch den Halsbereich wahrnehmen, der Rückseite, die Halswirbelsäule, der Vorderseite mit dem Kehlkopf. Da strömt die Atemluft durch. Denn der Kopf selbst, der auf der Wirbelsäule thront, im hinteren Bereich, der Hinterkopf, vorn das Gesicht, die Gesichtsfläche und oben der Scheitel. Dann lass noch einmal deinen Körper seine Gesamtheit wahrnehmen. Nicht nur einzelne Teile und Glieder, sondern die Gesamtheit. Alles, was zum Körper gehört. Jetzt bring doch mal die Aufmerksamkeit zum Geist. Was geschieht da im Geist? Was kannst du beobachten? Bist du mit der Aufmerksamkeit bei dir oder schwirrt der Geist immer wieder weg, nach außen in die Welt, den Tag, wie er war, das, was dich beschäftigt, an was du denkst? Wenn du das beobachtest, dann ärgere dich nicht. Wir können den Geist nicht zur Ruhe zwingen. Wir können das nicht wollen, im Sinne dessen, dass wir sagen, jetzt bist du ruhig. Wir können es vielleicht eher nur zulassen, etwas entstehen lassen aus sich heraus. Ruhe kann sich entfalten, wenn wir dem Geist die Möglichkeit dazu schenken. Und vielleicht hilft dir ein Bild, die Gedankenwolken, die wie Wolken am Himmel sind. Und manchmal sind es Tage, da sind die Wolken groß und schwer und bedrückend. Manchmal ist es wie eine große Gewitterwolke, dunkel und schwarz. Manchmal
Es ist so vernebelt. Manchmal ist es stürmisch, kommt eine Gedankenwolke nach der anderen. Aber in Summe, das Interessante an Wolken ist, dass sie nie wirklich lange bleiben, dass sie auch wieder davonziehen. Und vielleicht ist das eine Einladung, die Gedankenwolken auch mal loszulassen. Nicht, um sie zu verdrängen, sondern nur für den Moment. Jetzt, wo du sie nicht brauchst, brauchst sie nicht, um hier zu sein und dich wahrzunehmen. Jetzt in diesem Moment können die Gedankenwolken sich auch mal lösen, sich auflösen. Nur für den Moment. Da wird der Himmel klar. Und wenn da immer wieder eine Wolke ankommt, dann atme diese Gedankenwolke bewusst ein, um sie nochmal wirklich zu begreifen, nochmal zu beobachten und anzuschauen. Und dann atme sie aus und lass sie wieder ziehen. Die Gedankenwolken einatmen, die da sind. Begreifen und ausatmend loslassen. Und dann bleibt bei der Atmung. Auch da ist ein Perspektivwechsel möglich. Ich kann atmen, ich kann einatmen und ausatmen. Aber ich kann auch der Atmung selbst überlassen, wie sie jetzt ist. Sie atmet selbst. Lade deine Atmung ein, dass sie dich atmet. Du wirst geatmet. Und in diesem Modus, dem Modus etwas geschehen zu lassen, dafür offen zu sein und neugierig, im Modus Dinge nicht kontrollieren zu müssen, sondern auch mal loslassen zu dürfen. Und nicht immer das Maximum zu wollen, sondern auch mal einen Schritt zurückzutreten. Auch von Ansprüchen oder Erwartungen. Mit diesem Modus ist es genau der richtige Modus für diese Yoga-Klasse. Und ohne dass du daran etwas verändern musst, ohne dass die Augen sich öffnen müssten, bitte ich dich, die Hände in diesem Mudra wieder etwas zu heben, ungefähr auf Höhe des Bauchnabels. Und jetzt bring bitte die Fingerkuppen der Hände zueinander. Also von den Zeigefingern und Daumen, dann dem Mittelfinger, dem Ringfinger, dem Kleinfinger. Bring alle Finger zueinander, jeweils an die gegenüberliegende Seite. Alle Fingerkuppen berühren sich, von den kleinen Fingern bis zum Daumen. Und dann nicht drüber nachdenken, sondern spüren. Wie berühren sich jetzt deine Fingerkuppen? Spür nochmal die Berührung an den kleinen Fingern, den Ringfingern, den Mittelfingern, den Zeigefingern, den beiden Daumen. Und da gar nicht groß drücken an diesem Kontakt, sondern wirklich nur diese sanfte Berührung erfahren.
Dann atme in Ruhe ein, öffne die Arme zur Seite. Einfach ausbreiten die Arme zur Seite, vielleicht auf Schulterhöhe, vielleicht niedriger oder höher. Und ausatmen, bring die Hände vor dir wieder zusammen. Die Finger gucken zueinander, ohne zu gucken. Lass die Augen zu. Einatmen, die Arme wie Flügel zur Seite ausbreiten. Ausatmen, die Fingerkuppen wieder zueinander bringen, ohne darüber nachzudenken, ohne zu schauen. Und wieder einatmen, die Arme öffnen, ganz weit ausbreiten, diese Flügel in die Welt. Ausatmen, die Hände zueinander, die Fingerkuppen wieder zueinander. Einatmend die Arme öffnen, in die Welt ausatmen, wieder zu dir zurückkommen, dich zentrieren, die Fingerkuppen zueinander. Wir machen das für die nächsten Minuten weiter, im ganz eigenen Fluss. Nicht nachdenken. Lass es einfach geschehen. Und manchmal ist es nicht so einfach, dass die Fingerkuppen sich wieder berühren. Das ist nicht schlimm, wenn es mal nicht funktioniert. Wenn es nicht klappt, dann ärgere dich nicht, sondern lächle. Atme. Mach einfach weiter. Lass es geschehen. Nimm wahr, was geschieht. Vielleicht verändert sich die Atmung, wird sie ruhiger. Manchmal wird der Ausatemfluss länger und tiefer. Einatmend, ausbreiten, ausatmend auf den Weg zu dir in das Zentrieren kommen. Wieder beieinander sind, wenn also deine Fingerkuppen sich wieder berühren auf Höhe des Bauchnabels, dann verweil dort und spür nach. Spür den Kontakt der Fingerkuppen zueinander, diese Berührung. Der Körper spürt die Berührung der Finger. Genauso auch den Fluss der Atmung. Du wirst geatmet.
übertaucht nochmal in den Geist, wie es dort jetzt ist. Und dann öffne langsam die Augen. Hallo, noch einmal. Möchte mit dir eine neue Position einnehmen. Du brauchst dafür etwas Hohes, vielleicht ein, zwei große Kissen oder so wie ich ein Yoga-Bolster. Und definitiv eine Sitzunterlage. Ich habe hier ein Yoga-Sitzkissen. Ich habe das mir so eingerichtet, dass es ein bisschen keilförmig ist, also dass die Rückseite höher ist als die Vorderseite und ich so wie ein Keil nach vorn, der nach vorn sich verjüngt, auf diesem Kissen sitze. Es hat den Vorteil, dass ich mein Becken dadurch leichter nach vorn kippen kann. Das kannst du auch machen, also Vorderseite ein bisschen eindrücken. Oder wenn du eine Decke hast, die so falten, dass die Hinterseite etwas höher als die Vorderseite ist. Und wir gehen in den Bereich der Hüfte und Hüftöffnung. Was auch noch gut ist, da musst du selber mal schauen, ob du es brauchst. Ich biete es dir an, ist eine Decke. So. Jetzt streck dein rechtes Bein bitte zur Seite aus. Linke Fuß orientiert sich an die Innenseite des rechten Oberschenkels. Da wir eine Weile bleiben in diesen Haltungen, nehmen wir uns immer auch viel Zeit, um sie bequem einzurichten. Denn je bequemer das wird, desto leichter fällt es dir, dich nicht auf die, ja, auf das Körperliche zu konzentrieren. Gut. Wenn du jetzt merkst, dass dein linkes Knie sich nicht unbedingt wohl anfühlt, dann hast du verschiedene Möglichkeiten. Die eine wäre, etwas unter das Knie zu lagern, vielleicht eine Rolle, dann ist das Knie etwas höher, ruhig auch auf Höhe des Hüftgelenks oder ein bisschen höher. Wenn du merkst, dass das Knie in sich drückt, dann stell den linken Fuß bitte nochmal auf. Jetzt greif dir dein Knie, lehn dich etwas zurück, dass der Fuß abhebt. Jetzt schnapp dir den Unterschenkel, dreh die Wadenmuskulatur nach außen und den Unterschenkel nach innen. Das heißt, der Fuß dreht einwärts und das kommt nicht aus dem Fußgelenk, sondern wirklich aus dem Kniegelenk. Das dreht den Unterschenkel einwärts, die Wade zeigt nach außen. Ruhig nochmal die Wade, diesen Muskelbauch richtig rausschieben. Jetzt das Knie schließen, den Fuß ranziehen. Wade ist immer nach außen. Jetzt kannst du die Hand nach außen wegziehen. Und nochmal das Knie zur Seite ablegen. Und für sehr viele gibt das viel mehr Weite am Kniegelenk. So, Becken gut erden. Ruhig nochmal nach vorn rutschen. Gesäßmuskel etwas wegziehen. Rechtes Bein wegschieben. Es kommt nicht auf zu viel Aktivität in dieser Yoga-Klasse an, also musst du nicht mit ganz viel Schub oder Dehnung arbeiten. Wenn du beispielsweise merkst, dass die Rückseite des rechten Oberschenkels eher kurz im Moment ist, wenn es also sehr zieht im Bereich der Kniekehle, dann gerne für diese Yoga-Klasse ein zweites Polster oder eine Erhöhung unter das Knie. Ja. Wahlweise kannst du auch das gesamte rechte Bein ein bisschen einwärts oder auswärts drehen. Beides löst die Dehnungsspannung der Rückseite und das eine schafft noch ein bisschen mehr Weite in der Muskulatur des Hüftbereichs. Das kann für die einen die Einwärtsdrehung und für die anderen die Auswärtsdrehung sein. Das musst du selber mal schauen, bitte. Gut. Jetzt hast du hoffentlich noch eine Unterlage, etwas Hohes vor dir, ein, zwei hohe Kissen, mindestens ein Yoga-Bolster, mindestens eins, besser sind zwei. Je höher, desto besser.
Und darauf erstmal die Hände abstützen. Gut, jetzt richte dich bitte auf. Lass dein Becken schwer werden. Verlängere dich nach oben. Wenn du jetzt merkst, das reicht für heute. Ja, beispielsweise kann das Becken sich jetzt nicht so gut nach vorn kippen, das kann sein. Dann verweile hier. Wenn du merkst, du brauchst eine Lehne, dann rutscht das Ganze nochmal an die Wand. Ja, so lehn dich an die Wand oder etwas hinter dich an. Und dann bleib hier. Ja, wir gehen immer nicht in 100% der Möglichkeiten in dieser Klasse, sondern vielleicht in 80%, also einen Schritt zurück einfach. Wenn du das Becken gut nach vorne jetzt kippen kannst, dann mach das. Komm ein bisschen weiter vor. Und dann kannst du dich auch etwas tiefer neigen, also verbeugen. Beispielsweise die Unterarme auf die Unterlage aufstützen. Wenn das jetzt tief ist, dann bau dir alles höher. Wenn du einen Bolster hast, so wie ich, dann gibt es eine ganz bequeme Variante. Einfach aufstellen, umarmen, das rechte Ohr drauf ablegen. Also mach es für dich gut. Und wenn du das Gefühl hast, dass du bequem angekommen bist, dann schließ die Augen. Mach den Rücken etwas runder und führe dein Kinn Richtung Brustbein und den inneren Blick Richtung Bauchnabel. Und warum der Rücken rund? Wir können dadurch die tiefe Struktur des Rückens etwas besser dehnen, also Muskeln und Faszien und Bindegewebe. Komm hier an. Wenn du das Gefühl hast, du magst den Kopf aufstützen, dann bau dir etwas noch als Stütze unter die Stirn oder nimm die Hände, um den Kopf aufzustützen. Und komm immer wieder zu dir zurück. Zurück zur Atmung. Beobachte, wie du geatmet wirst. Und lass dich mit der Ausatmung in die Haltung schmelzen. Dann, ohne die Augen zu öffnen, komm langsam bitte wieder zurück nach oben, richte dich auf. Die Augen nicht zu öffnen bedeutet wirklich bewusst wahrzunehmen, was im Körper geschieht, auch jetzt. Kannst du sie gerne mal kurz aufmachen?
Alles zur Seite räumen, sodass du die Beine nach vorn ablegen kannst. Oder du stellst sie auf vor dir, ganz egal wie. Und dann schließ nochmal die Augen und spür nach. Die rechte Seite deines Körpers, der rechte Fuß, das rechte Bein und dein Knie, dein rechtes Hüftgelenk, der rechte Teil des Rückens, vergleich das mit der linken Seite. Linken Fuß, dem linken Bein, dem Kniegelenk, dem linken Hüftgelenk, der linken Seite des Rückens. Dann öffne langsam wieder die Augen. Die zweite Seite. Das linke Bein ein Stück nach außen versetzen, bitte. Stell den rechten Fuß auf. Du kannst wieder, wenn du weißt, dass das Knie in sich Raum genießen darf und den auch braucht, kannst du das Knie greifen, dich zurücklehnen, am Knie festhalten. Rechte Fuß ist vom Boden gelöst. Schnapp dir den gesamten Unterschenkel, aber wirklich greifen. Dreh ihn so, dass die Wade nach außen kommt und der Fuß nach innen zeigt. Das ist eine Innenrotation im Kniegelenk. Jetzt zieh den Wadenbauch wirklich nach außen weg. Dann zieh den Fuß zu dir ran, um das Knie zu schließen. Und leg dein Knie nach außen. Gerne auf einer Unterlage etwas erhöht. Linke Bein schiebst du ein Stück nach außen, nicht zu weit, nicht zu wenig, angenehm weg. Wenn du weißt, dass das linke Knie ein bisschen Entspannung gut haben kann, dann bau dir eine kleine oder größere Rolle unter dein linkes Knie. Schieb die Ferse weg, ohne es zu übertreiben. Vielleicht auch hier mal nach innen drehen das linke Bein und nach außen drehen und schauen, was sich am bequemsten anfühlt, sodass nicht nur die Beinrückseite etwas entspannen kann, sondern auch, dass die Muskulatur um das linke Hüftgelenk entspannt wird. Und ich brauche es nicht, also nehme ich das zur Seite. Nochmal das Becken schwer in die Unterlage kuscheln, Gesäßmuskeln zurückziehen. Wenn du weißt, dass es gut ist, dich nach hinten anzulehnen, damit du bequem aufgerichtet sein kannst, dann mach das, lehn dich zurück. Du kannst die Hände nach vorn bringen, auf die Unterlage bringen und hier verweilen. Wenn du weitergehen möchtest, aber nur weil es möglich ist, nicht weil du es willst, sondern weil es gut machbar ist, wenn du dein Becken etwas weiter nach vorn kippen kannst, dann kannst du etwas tiefer kommen, vielleicht zwei dieser Yoga-Bolster oder zwei große Kissen, die Unterarme draufsetzen und hier bleiben. Oder eben ein bisschen tiefer gehen. Du kannst auch wieder das Yoga-Bolster aufrichten, linke Ohr drauf ablegen. Ja, so bau alles nach deiner Wahl gut und bequem. Und komm in der zweiten Seite an. Den Rücken wieder etwas gerundet, das Kinn gesenkt, der innere Blick Richtung Bauchnabel. Die Augen schließen sich. Und dann nimm dich wahr, erstmal den Körper, linkes Bein, linke Hüfte. Nimm die Muskulatur wahr. Auch die Dehnung. Auch die im Rücken. Durch den kompletten Rücken. Die Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, die Halswirbelsäule.
beobachte, wie die Atmung ist, wie sie dich atmet. Lass dich hineinsinken. Dann lass die Augen gerne geschlossen und beginn dich ganz bedacht und bewusst wieder aufzurichten. Und spür wirklich in den Körper, wie sich Dinge verändern, wenn du dich aufrichtest. Nimm wahr, was geschieht. Und dann breite beide Beine nach vorn aus. Oder stell die Füße vor dir auf, wie du magst. Dann komm nochmal an. Komm ins Spüren. Spür besonders den Unterschied zwischen den Körperhälften. Links und rechts. Nimm die linke Seite wahr, den linken Fuß vom Bein. Zur Hüfte, von der Hüfte durch die linke Hälfte des Oberkörpers bis hoch zum Scheitel. Du machst es nochmal mit rechts, streich durch den Körper mit dem Blick vom rechten Fuß zum rechten Bein, dem rechten Hüftgelenk. Nimm die rechte Hälfte des Oberkörpers wahr, bis hoch zum Scheitel. Und dann öffne langsam wieder die Augen und schaff zwischen den Füßen viel Abstand. Viel Abstand bedeutet nicht den maximalen möglichen Abstand, sondern dort, wo du ja, gut dich anfühlst, in dieser Grätsche. So, wieder, wenn du magst, dein Becken jetzt nicht gut nach vorn auskippen kannst, dann lehn dich ein bisschen zurück an die Wand hinter dir und verweile. Bring vielleicht die Hände nach vorn oder einfach hinter das Gesäß, um dich abzustützen.
Wenn du merkst, dass die Dehnung der Beinrückseite heute sehr intensiv ist, dann wieder zwei Möglichkeiten, entweder über die Rotation der Beine etwas verändern, also mal nach innen oder außen rotieren und schauen, was am gemütlichsten wird, nicht nur für die Rückseite der Beine, auch für das Hüftgelenk und die Muskeln um die Gelenke herum. Oder zweite Möglichkeit, eine kleine Rolle oder ein Decke oder Kissen unter die Kniekehlen. Und dann wieder je nach Möglichkeit hier bleiben. Vielleicht mit den Händen ein bisschen nach vorn krabbeln, wenn du das Becken kippen kannst in dieser Position. Gerne wieder eine Auswahl an hohen Kissen nutzen, vor dir aufstapeln, um dich mit den Unterarmen aufstützen zu können. Mehrere Yoga-Bolster beispielsweise. Eine andere Möglichkeit, Yoga-Bolster aufrichten, rechtes Ohr darauf ablegen. Schau einfach für dich, was bequem ist. Dann, wenn du mit den Händen vorn bist und dein Becken nach vorn gibt, dann kannst du auch den Rücken runden. Ja, so dass eine Dehnung durch die gesamte Wirbelsäule hindurchläuft. Das Kinn etwas senken Richtung Brustbein. Dann schließ die Augen. Wenn du merkst, dass es gut ist, nochmal was anzupassen in der Haltung, dann mach das. Komm ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer. Kuschel dich gut zurecht. Spür den Körper, wie er sich spürt. Die Dehnung. Die Muskeln. Muskelfasern. Beobachte auch die Atmung. Vielleicht hat sie jetzt einen schönen Raum im Rückenbereich, um den Rücken atmen zu können. Da wird im Einatmen der Rücken weit, plustert sich sanft auf und fließt im Ausatmen wieder zurück in seine Mitte. Komm auch mit der Ausatmung in diese Haltung an. Lass dich in sie hineinsinken. Ohne die Augen öffnen zu müssen, bitte ich dich, dich ganz bedacht wieder aufzurichten und zu spüren, was geschieht. Fühl wirklich deinen Körper, während du dich aufrichtest. Und dann bring die Füße wieder zueinander.
Spür einen Moment nach. Wie ist jetzt dein Körpergefühl? Was geschieht? Und dann öffne langsam bitte die Augen. Lass dir Zeit und wechsel in den Vierfüßler. Wir werden hier in die Position des Kindes eintauchen, und zwar das Kind abgestützt. Und dazu brauchst du wieder Hilfsmittel. Beispielsweise, wenn du merkst, dass im Kind, ich zeige es mal kurz in der normalen, gewohnten Variante, dass hier beispielsweise die Fußgelenke, also der Fußrücken immer sehr dehnt, dann bitte eine kleine Rolle machen und die Fußgelenke auf diese Rolle legen. Gleiches mit den Knien. Wenn du weißt, dass sie eine kleine Baustelle sind in der Position des Kindes, dann leg eine Decke, also eine kleine Erhöhung, bitte Richtung Kniekehlen. Und dann bring bitte die großen Zehen zueinander und bring die Knie auseinander, mindestens ja, weiter als die Hüftgelenke. Vielleicht sogar an die Breite deiner Yogamatte. So, jetzt brauchst du noch etwas, um dich ablegen zu können. Ich nutze hier ein Bolster. Das ist jetzt eine sehr flache Variante bereits. Ich ziehe es Richtung Beckendamm. Wenn du mehr hast, dann nimm mehr. Beispielsweise Bolster, noch eins drüber oder noch ein großes Kissen drüber. Dass du wirklich deutlich höher kommst, als ich das jetzt bin. Ich weiß beispielsweise, dass meine Knie jetzt keine Baustelle sind in der Haltung des Kindes. Ich kann also diese eine Decke wieder lösen und roll sie mir nochmal auf das Bolster drauf, dann bin ich auch ein bisschen höher. Ja, und jetzt leg dich bitte mit dem Oberkörper auf diese Rolle ab. Die Unterarme einfach zum Boden. Das Ganze nochmal Richtung Becken ranziehen. Ganz bequem den Bauch ablegen, Brustkorb und dein rechtes Ohr. Und lass dein Gesäß Richtung Fersen sinken. Die Knie nochmal angenehm weit öffnen. Oberkörper zurecht kuscheln auf die Rollen und Unterlagen. Und wenn du angekommen bist, dann schließ die Augen. Und nimm wahr. Es ist ganz normal, dass es nicht gleich die Endposition ist. Muss auch nicht sein. Also räkel dich ruhig nochmal neu hinein. Und kuschel dich zurecht. Und wenn du nicht gut auf den Rollen und den Unterlagen liegen kannst, dann bau sie höher, bitte. Erlaub deinem Körper, dass er sich wahrnimmt. Lass den Körper sich spüren.
auch die Atmung wahr. Den Atemfluss im Bauchraum, im Beckenbereich. Den Hüften. Mach dich langsam damit vertraut, den Kopf zu wenden. Lass dir Zeit und leg den Kopf auf dem linken Ohr ab. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest nochmal nachjustieren, vielleicht mit dem Becken etwas höher kommen, dann nimm dir gern ein Kissen unter dein Becken. Kuschel dich zurecht. Lass dich in diese Haltung hineinschmelzen. Nimm den Körper wahr. Beobachte, was geschieht. Die Atmung wahr. Lass dich mit der Ausatmung in die Haltung schmelzen.
Wege nicht vorzubereiten, wieder in den Fersensitz nach oben zurückzukehren. Und mach das ganz bedacht und lass die Augen geschlossen. Komm einen Moment im Fersensitz an. Und spür nach. Füße, deine Beine, dein Beckenraum, den Oberkörper. Und dann öffne langsam wieder die Augen. Wir machen mit einer Sequenz in der Bauchlage weiter. Dazu brauchst du mindestens eine Decke als eine Art Kopfkissen. Vielleicht hast du auch ein Kopfkissen, das du nutzen kannst. Etwas Großes brauchen wir im Moment nicht, also kein Yoga-Bolster oder keine große Unterlage. Bitte die Unterlage für den Kopfbereich nach vorn. Was du brauchst, ist eine kleine Unterlage, das kann ein Sitzkissen sein oder eine Deckenrolle. Ich nutze in dem Fall jetzt einfach ein Sitzkissen. Gut, dann komm in die Bauchlage. Leg den Kopf auf dem rechten Ohr ab und breite beide Arme am Boden zur Seite aus. Ja, beide Arme am Boden ausgebreitet. Jetzt winkle den linken Arm, zieh die Handfläche zu dir ran. Und roll dich bitte auf deine rechte Seite und winkel die Knie an, vielleicht an 90-Grad-Winkel ungefähr. Ja, zeigst du es mal von der anderen Seite. Also, Arme sind ausgebreitet, der eine Arm jetzt angewinkelt, der linke Arm bei mir ist jetzt abgelegt, bei dir ist der rechte Arm. Ich roll mich auf die Seite, zieh die Knie ran. Gut. Jetzt bitte nimm dir die kleine Unterlage, Kissen oder kleine Rolle und leg das unter dein Brustbein. Wenn du es merkst, dass im rechten ausgestreckten Arm, dass sich das vielleicht in der Armmuskulatur oder im Schultergelenk selbst eher weniger angenehm anfühlt, vielleicht zieht es da oder sticht da ein bisschen, dann kannst du Folgendes machen, den Arm einfach weiter Richtung Rücken ranholen. Also nicht zur Seite ausbreiten, sondern einfach an den Körper wieder rankrabbeln mit dem rechten Arm. So weit, dass es sich in der Struktur einfach gut anfühlt. Also rechter Arm, Schultergelenk, Schulterbereich. Und dann machst du dir bequem. Und wenn du soweit bist, dann schließ die Augen. Dann bring die Aufmerksamkeit in den Körper. Vielleicht magst du noch mal was nachjustieren, dich noch gemütlicher kuscheln. Spür die rechte Seite, den rechten Arm. Wenn es im Laufe der Zeit in der Hand anfängt zu kribbeln, ist das nicht unnormal. Das liegt daran, dass die Armmuskulatur jetzt gedehnt wird und die Blutgefäße etwas komprimiert. Wenn es kribbelt, dann ruhig mal zwischendurch die Finger bewegen, Faust machen oder den Arm weiter an den Körper ranziehen, also die Hand
Richtung Körper führen oder den Arm ein bisschen anwinkeln und probieren, was gut ist. Und spür dein rechtes Schulterbereich, Schultergelenk. Die Schultermuskulatur. Schulterblatt. Dann den gesamten Körper. Dann machst du dir mit der Ausatmung gemütlich. Lass dich in die Haltung schmelzen. Bereite dich auf den Seitwechsel vor. Nimm zunächst diese Unterlage unter dem Brustbein zur Seite. Roll dich zurück auf den Bauch. Breite beide Arme aus und spür nochmal nach. Wechsel. Dreh den Kopf, so dass du ihn auf dem linken Ohr ablegst. Nimm die Unterlagen zur anderen Seite, die du brauchst. Beide Arme ausgebreitet. Stell die rechte Hand vor dir auf. Roll dich auf die linke Seite. Zieh die Knie zu dir ran, vielleicht in rechter Winkel, vielleicht mehr, vielleicht weniger. Dann nimm die Unterlage zum Brustbein. Schieb es unter das Brustbein und leg dich darauf ab. Mach es dir gemütlich. Und auch hier, wenn du merkst, dass es im linken Schulterbereich nicht super angenehm sein sollte, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Du kannst den Arm wirklich anwinkeln, linke Hand Richtung Kopf führen, schauen, ob das besser ist oder nicht. Oder mit dem langen Arm und der Hand in Richtung des Rückens kommen, also an deinen Körper herankommen. Und dann such dir die Position aus, die am gemütlichsten ist. Schließ die Augen und kuschel und ruckel dich nochmal zurecht. Und spür die linke Seite. Linke Hand. Wenn es da anfängt zu kribbeln, dann beweg die Finger oder die Hand oder den gesamten Arm in eine neue Position. Spür den Arm. Linkes Schultergelenk.
die Dehnung der Schultermuskulatur. Dein linkes Schulterblatt. Dann in die Wahrnehmung des gesamten Körpers, auch in den Rücken, auch Richtung Becken und Beine. Gib mit jeder Ausatmung Anstrengung und Spannung ab. Lass dich noch weicher in die Haltung schmelzen. Lass dich noch tiefer hineinsinken. Dann bereite dich auch hier auf die Rückkehr vor. Und lege dich zurück in die Bauchlage dafür. Spür einen Moment nach. Wir wechseln in die Rückenlage. Auch hier natürlich mit den Hilfsmöglichkeiten. Wenn du in der Rückenlage das Gefühl hast, du magst dem Brustkorb Raum schenken, also dem Herz Raum verleihen oder auch der Atmung einfach die Möglichkeit geben, dass sie sich entfalten kann, dann kannst du in der Rückenlage eine Decke rollen. Achte einfach darauf, dass sie nicht zu stark, also nicht zu dick gerollt ist, sondern eine kleine Deckenrolle, sodass du dich mit den Schulterblättern auf diese Rolle legen kannst. Gerne nimm auch eine Zudecke für dich. Und es ist durchaus auch gemütlich, was Großes, Dickes unter die Knie zu legen. Vielleicht das Yoga-Bolster. Ja, dann kuschel dich zurecht, bitte. Vielleicht hast du noch ein Kissen für den Kopf, dann nutzt das. Und wenn du gemütlich angekommen bist, dann schließ deine Augen. Leg deine linke Hand bitte auf den Unterbauch. Deine rechte Handfläche auf deinen Herzraum. Dann spür die Berührung deiner Handflächen zum Körper. Nimm diese Berührungen wahr. Und fühle, was dort geschieht.
lass dich in die Haltung schmelzen. Lass dich zur Erde sinken. Lass dich von der Erde tragen. Geborgen, geschützt, behütet. Dann nimm deine Atmung wieder wahr. Du wirst geatmet. Spür auch wieder die Strukturen deines Körpers. Und dann roll dich bitte behutsam auf deine rechte Seite. Verweil dort einen Moment. Verweilen und genießen. Und dann wechsel nach oben zum Sitzen. Dort bitte die linke Hand in die rechte Handschale hinein. Die linke Hand in die rechte Handschale. Zu Shakti Mudra, Mudra zum Ausklang dieser Yoga-Klasse. Erlaubt den Augen, dass sie sich noch einmal schließen. Nimm dich wahr.
Körper, besonders die Berührung zur Erde. Diese Berührung zur Erde ist immer ein Anker für dich. Ein Anker an stürmischen Tagen, die dich herausfordern. Immer wenn du mit der Erde gut verbunden und gut verwurzelt bist, dann ist es wie ein Gefühl, wirklich Stabilität und Halt zu erfahren. Nehmen wir einen Baum, der mit einem guten Wurzelwerk fest verankert ist. Und dann können die Stürme des Lebens einfach auch vorüberziehen, ohne dass sie dich umwerfen. Kontakt zur Erde gibt Halt und Sicherheit, aber auch Vertrauen. Vertrauen auf deine Kraft und Stärke, auf die Verbundenheit zu dir. Vertrauen für die Wege, die du gehst. Wege, die immer mit einer tiefen Verwurzelung zu dir selbst am besten funktionieren. Wege, die vor dir liegen, in das, was dich herausfordert, an die Ungewissheiten, aber auch in die Wege, die leicht sind und schön. Wege, die du gehst, weil du mit dir gut verankert und verwurzelt bist. Voller Vertrauen auf deine Kraft und Stärke. Auf das, wie du bist. Und dann bring zum Ende dieser Yoga-Klasse bitte die Hände zu Namaskara oder Anjali Mudra vor deinen Herzraum. Nimm diese Erfahrung, in dir verankert und verwurzelt zu sein, mit aus dieser Klasse, in den Abend und dann in die nächste Zeit, die vor dir liegt. Und atme dann tief aus, um einatmend die Arme zu öffnen, über die Seite, zu einem großen Bogen hoch über den Kopf. Atme aus, bring die Hände zueinander, dann vor die Stirn, den Mund und vor dein Herz zurück. Nochmal bitte einatmend die Arme ausbreiten, mit einem großen Bogen hoch über den Kopf. Ausatmen, die Hände vor die Stirn führen, den Mund und zurück zum Herzraum. Wenn du magst, dann schenk dir eine Verneigung, ein Danke, für dich selbst, für das, was dich durch dein Leben trägt. Und wenn du dich aufrichtest, dann öffne bitte wieder die Augen. Ich danke dir für heute und wünsche dir viel Kraft und Mut und alles Gute. Namaste.